fucking Final Fantasy Syndrom, Alter. Hast du beim Leveln auch immer. Denkst du so, oh, ich hab keine Quests mehr. Gibst du eine Quest ab? Kam der Questgott höchstpersönlich und hatte mal eben Dünnschiss auf deiner Minimap. Alter. She wants intel on A2, does she? Where should we start? We could check out the energy reactions generated during battles. The fusion reactors of androids and machine life forms shut down when they're destroyed. And we can detect the energy release during that process. We're the only units doing any combat missions in this area, right? So if we detect any stray energy reactions, it probably means A2 is involved. Yeah, okay. We've got some readings around the abandoned factory. I'll put it on the map. Ja, natürlich macht Square alles. Und wieso port ich hierher nicht, Depp? Ich will Wald. Obwohl, nee, Moment. Ich mach zuerst die A2 Schnitzeljagd hier. Weil das interessiert mich viel mehr als alles andere, was mit A2 ist. Ich muss gerade 10-mal meinen Touchpad berühren, damit überhaupt was passiert. Oder gehen wir jetzt erstmal in den Wald. Warte, wo ist das? Das ist am Eingang. Das ist direkt am Eingang. Fabrikhangar? Oh, maybe komme ich da nicht hin. Ich schwöre, wenn ich... Nee, doch, ich muss da hinkommen. Weil der Vorschlag von 9S kommt. Okay. Fabrik ist es. Fabrik it is. FIFA Fabrikeingang. Bup. Junge, mach mal Pause. Wieso soll ich denn Pause machen? Nehmen wir den guten Grund, Pause zu machen. Muss ich schon wieder pinkeln. Oder weil die letzte Pause schon wieder 2 Stunden her ist. 2 Stunden? Ja, Pi mal Daumen, 2 Stunden. Deine Blase drückt mega. Okay. Lass mich jetzt zumindest irgendwo Musik triggern, dann können wir Pause machen. Und Baby Loveling. Fabrik hat doch Musik, oder? Oh shit, das ist direkt da vorne. Okay, wir machen hier Pause. Weil ich weiß nicht, ob da drin irgendwie so A2 steht und sagt, hey guys, what's up, guck mal hier, Storyplot. Ja, Pause. So. Zeit für die A2 Schnitzeljagd, ja. Oder was auch immer das hier darstellt. Ist nie eingeschlafen. Woche, wann bin ich das letzte Mal um 11:30 pennen gegangen? Müsste schon ein ganzes Weilchen her sein. Also wirklich lang her. Lange her. Okay. Was für eine Lesung war es überhaupt, Herr Key? What the fuck? Okay. Nothing hier. Absolut nichts. That's A2's handiwork, I bet. But I'm not picking up any sign of A2 herself. Huh? What in the world? Ich kann mich ganz ehrlich gesagt nur daran erinnern, dass mich hier bei Kai eingeratzt ist. Ja. Pod, help me out here. Analysis. It is believed to be a data log related to Yorha unit A2. What's the data? The data log has been irreparably damaged. Further analysis is impossible. Why do a bunch of machines have A2's data? A2B, I'm picking up other reactions. We should check them out. Wo? Auch hier? Oh, wow. Okay, wir latschen einmal durch die komplette Fabrik anscheinend.
Waren wir ja noch nicht. Bitte sag mir, ich kann den Aufzug benutzen. God damn it! Aber ich würde das Michi bei Kai eingeratzt, das ist ja auch schon Jahrhunderte her. Also echt Jahrhunderte. Und ich schwöre, mit 9S ist es definitiv schneller, die ganze Zeit zu dashen. Vielleicht nicht mit 2B, aber mit 9S schon. So viele Tote hier, ey. Oben lag, glaube ich, auch noch einer. Ja, hier liegt noch wer. Okay, hier ist also auch noch Party. Ne. Hier ist nix, hier ist nix. Datenchip B. Wie gab es? Die Küste haben wir schon. Zweieinhalb Hits für die. Na, wie lang? Gucken, ob da noch mehr ist. Kupfererz, wo wir inzwischen raue Unmengen von haben. Jetzt ist die Frage, oben oder unten? Gucken wir uns das mal hier. Okay, wahrscheinlich oben. Ja, da liegt's. Ist jetzt noch mehr? Oder war es das hier drin? Ne, hier ist noch mehr. Okay.
Über mir, maybe? Oder unter mir? Probably unter mir, nämlich da. Oder hier drin. Mein Gott, so viele Roboter. Na, gib mir das Item. Defekter Schlüssel, Kapazität voll. Hat ja lang gedauert. Also definitiv nicht hier, weil das ist Standard. Hier maybe. Okay. Ja. I think that's the last of the data chips. Pod, analyze and collate the information from those chips. Analysis complete. Dataset contains information about Yorha Unit A2, collating with data from other chips. Stand by. Collation complete. The contained data is a debriefing report for the Pearl Harbor descent undertaken during the 14th Machine War. No kidding. That operation was carried out by the Yorha generation that came before us, right? Anyway, mission complete, I suppose. Let's get back to the Resistance camp. Zurück zum Camp, it is. Wirklich? Ach mein Gott. Ich muss 40% Loot wieder rausnehmen, Alter. Das ist viel zu crazy. Zumindest hier für das Gebiet. Oh, what the fuck? Was soll ich mit den ganzen Chips, Mann? Sind so Unmengen. Der Loot ist real. Der Loot ist so real, dass man in voll ist. Also zumindest für einige Items. Nicht für alle. Ist das richtig, wo ich gerade lang latsch? Ja, ist es. Oh ja. Okay, ich glaube, das war's. Okay. Das ist wahrscheinlich dann wieder im Resistance Camp. Wo auch immer das ist. Ach so, das ist hier. Da ist Emil. Ja, die muss ich im Resistance Camp abgeben. Ist hier noch eine in Pascalsdorf?
Nee, das ist keiner. Das war Pascals Dorf, ne? Ja, das ist Dorf. Was hier ist da noch eine. Ist dann sonst irgendwo noch eine? Ich weiß, oben in der Wüste ist noch eine. Da komme ich nicht hin. Also die eine Quest, die kann ich definitiv nicht machen, weil der Sandsturm noch da ist. Aber sonst müsste ich so langsam alles haben, oder? Ja, die kann ich halt nicht machen. Ne, Resistance Camp. Ja, okay, die Umzugsbegleitung noch. Ja, ist okay. Ruinenstadt Nahe Turm ist die nächste Station. Obwohl, ich glaube, ich will ins Lager. Ich wüsste gern, was es mit den Chips auf sich hat. Toll, noch mehr Kristalle. So, Transport, Widerstandslager, die Quests erstmal abschließen. Ich glaube, wenn ich jetzt eine anfange, sollte ich die einfach abschließen, nur um zu gucken, ob danach noch eine spawnt. Wäre wahrscheinlich am klügsten. So, dann erzähl mal. Wir haben weitere Daten von Azai gefunden. Wirf mal einen Blick drauf. Das ist Nummer 2. Siehst du es wirklich? Du kennst sie? Ja, eine Nummer 2. Sie ist ein älteres Modell, aber vom selben Typ wie ihr. Wir haben zusammengearbeitet. Beim Abwurf auf Pearl Harbor? Ja. Die Operation selbst war ein Erfolg, aber die Joa-Kämpfer wurden vollständig ausgelöscht. Und ihre Kommandantin war Nummer 2 A2. Habt ihr sie getroffen? Wisst ihr, wo sie ist? Eigentlich haben wir den Befehl vom Bunker, sie zu zerstören. Was? Sie ist eine Deserteurin. Außerdem hat sie ein ganzes Team ausgelöscht, das sie zurückbringen sollte. A2? Nein. Tut mir leid, ich. Okay. Power-Up-Teil K. Cool. So, jetzt will ich aber mal eben in die Ru Something must have been up between Anemone and A2. Aber die Frage ist was? Some things just aren't easy to talk about, especially for a soldier who's been fighting that long. I guess so. 9S, you... Huh? You might understand yourself someday. Right. Okay. Lass mal eben in die ins Küstending, weil ich würde echt gerne meine Scheißpots aufwerten. Ich meine, solange ich nicht die Hauptquest angenommen habe, müsste ich hier safe rumlaufen können. Müsste. Fucking Point of No Return, ey. Bisschen nervtötend. So, wir suchen reines Wasser. Golderz. Reines Wasser. Wow, what happening? What is happening? Why must we read all these books, brother? Knowledge expands horizons and enriches existence. But can't we just transfer all this data over instantly? Into your head, perhaps, but not to your heart. I guess. Hey, so... Yes? My name? Eve? This book says it's a woman's name. Shouldn't we be called Cain and Abel or something instead? Humans wouldn't change names so easily. Besides... You should be proud of the name Eve. Huh. Well, if that's what you think, then I'm fine with it. Glad to hear it. Is there something else? After we're done reading, can we go out and play?
I'm sure it'll be tons of fun. All right, but only after we're finished. You mean it? Then I'm gonna try extra hard to finish this. Extra, extra hard. You do that. Okay. What? Weird. Sehr, sehr weird. Aber hey, ich habe ein reines Wasser gefunden. Zwei reines Wasser. Gerbstoff. Okay, einmal hier alles absuchen. Ich brauche reines Wasser. Hast du reines Wasser? Ich glaube zwar nicht, aber hey. Golderz. Da komme ich nicht rein. Hier unten liegt nichts mehr. So viele Leichen, Dude. Hey, noch einer? Ist noch einer. The bedrock here was bombed out in the last war. Looks like the whole city is starting to sink as a result. Alle spielen auf schwer. Ja, dann viel Spaß auf schwer. Ich habe meine Lektion gelernt mit schwer. Schwer, bis sie halt kontinuierlich One-Shot, was halt dämlich ist. Fuck, das war dumm. Gedreckt. Angeblich kann ich da irgendwo hin. Laut der Map zumindest. Ich glaube aber nicht, dass ich da hinkomme. Aber laut Map kann man da hin. Hab ich da links ein Item gesehen? Im Wasser irgendwo? Da! Kupfererz. Ich weiß halt nicht, ob man darüber kommt. For science, I guess. Maybe. Aber nicht mit den Skills, die ich gerade habe. Okay. Hier irgendwas? Nein. Da müsste ich aber locker flockig hinkommen. Aber hier ist nichts. Cool. Also wieder zurück. Oder auch nicht. Okay, alles klar.
natürlich ist hier überall. Alter, natürlich spawnt sie immer wieder hier. Okay, holy shit. Darüber, maybe? Verstehe nicht, warum du immer wieder hier spawnst. Target missile sighted. Is that what we need to protect? Let's take him out already so I can be home in time for dinner and a bath. Androids don't need to bathe. As long as... Yeah, but come on, 2B. It still feels good. Nee, shit, die kann ich nur... Wie kriege ich diese Türen auf? Weird. Und wie viel Wasser habe ich? Das ist die eigentliche Frage. Reines Wasser müsste irgendwo sein. Auch 10 zum Upgraden. Schacht der Perle, Pyrit, einfaches Gerät, Power Up A, ich habe 5, ich brauche 10. Okay. Als ich in das Gebiet gekommen bin, ganz am Anfang lag einmal reines Wasser. Weiß nicht, ob das farmbar ist. Man kann definitiv das Gebiet immer wieder neu laden, in der Hoffnung, dass ihr Kram legt, aber... Pyrit, ja, hier lag einmal reines Wasser. Loot-System müssen die nochmal überdenken. Ja, das Ding ist einfach, dass reines Wasser und Pilze und so ein Shit halt Shit ist, den du aufhebst, der rumliegt. Und der droppt halt nicht von Gegnern. Ja, wir können ja mal was probieren. Wir können ja mal das hier machen. Gucken, ob man es cheesen kann. Moment, wir machen uns erstmal einen Hard Save und dann speichern wir. 32 Stunden, Alter, what the fuck. Laden. Gucken, ob es das Gebiet neu lädt und das Wasser respawnt. Anders sehe ich gerade keinen Weg, wie wir in reines Wasser kommen. Ist halt ein bisschen nervtötend wegen dem Loading Screens, aber hey. Besser als gar kein reines Wasser zu haben und die Pots gar nicht upgraden zu können. Aber das ist nämlich noch nerviger. Nix. Perle. Ich meine, ich könnte die Kanalisation nochmal zurücklaufen, in der Hoffnung, dass da maybe was liegt.